was zu entscheiden, uns am Nasenring zu ziehen. Wieder tagt ein Gremium abgeschieden, separat. Und wieder sitzen Alten sich allein schon für den Staat. Sie lassen uns nicht zuhören, sich nicht in die Karten sehen. Also muss man ihnen auf die Nerven gehen. Wir erleben, wie sie uns am liebsten führen. Alleine möglichst hinter fest verschlossenen Türen. Wenn sie hinter denen unseren Ärger schüren, sollten sie auch deutlich unseren Unmut spüren. Wieder wird eine Tagesordnung rechtzeitig verschickt. Formal, was längst entschieden ist, nur noch abgenickt. Wieder wird geredet, wortreich nichts gesagt. Was entschieden werden soll, nicht mehr hinterfragt. Manche reden Unsinn, andere bleiben stumm, schlagen so die Zeit tot, sitzen da nur rum. Wir erleben, wie sie uns am liebsten führen. Allein möglichst hinter verschlossenen Türen. Wenn sie hinter denen unseren Ärger schüren, sollten sie auch deutlich unseren Unmut spüren. Jeder hat sich eingetragen, deshalb sind sie da. Sitzungsgelder abkassieren, wie das immer war. Schließlich ist das üblich hier im Staat Nimm. Das ist nichts Besonderes, keiner findet's schlimm. Und wenn es vorbei ist, da trinken wir jetzt einen drauf. Wir erleben, wie sie uns am liebsten führen. Alleine möglichst hinter fest verschlossenen Türen. Wenn sie hinter denen unseren Ärger schüren, sollten sie auch deutlich unseren Unmut spüren. Ob Kreistag oder Ausschuss, Regionalverband, tagen sie vertraulich, wird Transparenz verbannt. Dann will man unter sich sein, von Zeugen ungestört, damit keiner was mitkriegt, nicht jeder alles hört. Wäscht eine Hand die andere im faulen Kompromiss, könnt man sonst durchschauen, was so erklärbar ist. Wir erleben, wie sie uns am liebsten fühlen, alleine möglichst hinter fest verschlossenen Türen. Wenn sie hinter denen unseren Ärger schüren, sollten sie auch deutlich unseren Unmut spüren. Sie glauben, dass die Leute, von denen sie gewählt, alles glauben, was man ihnen hinterher erzählt. Merke nicht, wie sie die Politikverdrossenheit so immer mehr vergrößern bis zur Unerträglichkeit. Die eigene Verantwortung wird rundherum beschönt.
auch deutlich unseren Unmut spüren. Wieder eine Sitzung, wieder ein Termin, um was zu entscheiden, uns am Nasenring zu ziehen. Wieder tagt ein Gremium, abgeschieden, separat. Und die da sitzen, halten sich allein schon für den Staat. Sie lassen uns nicht zuhören, sich nicht in die Karten sehen. Also muss man ihnen.